Willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World. Ja, ich habe wieder ein bisschen Pause gemacht, weil ich hatte echt ein bisschen Stress und Prüfungsvorbereitung und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit und deswegen machen wir heute mal wieder ein bisschen. So, was gibt's denn zu tun? Das Turnier ist vorbei. Okay, das haben wir auch relativ erfolgreich abgeschlossen, das war nicht schlecht. Jetzt gibt's hier ein Event, amphibisches Event. Und wir können auch nur Amphibien benutzen. Okay, der Gegner jetzt ist ja noch relativ schwach. Da können wir ja wohl noch mithalten. Die Konstellation sollte uns helfen. Sollte ausreichen. So. Ich würde sagen, wir greifen direkt mal an. Setzen ein Zeichen. Und schauen mal, was der Kollege macht. Er setzt kein Zeichen. Wir gehen ein in die Defensive. Oh, er speichert immer noch weg. Okay, jetzt müssen wir schon überlegen. Einen sparen wir uns weg. Greifen mal an. So, wir sind gut durchgekommen. Oh, jetzt hat er 5 zur Verfügung. Das kann knapp werden. Oh, das wird sogar sehr knapp. Zumindest haben wir einen weggespart. Eieiei. So, was machen wir denn jetzt? Den sparen wir wieder weg. Gut, er hatte noch einen. Gut, dass ich darauf reagiert habe. So, das nächste Vieh. Wir müssen jetzt echt zusehen, dass wir den schnell platt bekommen. Wir hoffen, dass der einfach nicht angreift. Den einen sparen wir uns wieder weg. Ah, das war gut. Und gut, dass wir uns den einen weggespart haben. So, er hat nur noch einen. Das könnte jetzt auf jeden Fall was geben. Ja, ist klar. Jetzt wird er uns platt machen. Das war so klar. 4 verwendet er noch. 3 hat er noch. Aber wir haben eine relativ gute Chance, ihn zu vernichten. Wir versuchen es einfach mal. Eieiei, das wird ganz knapp. Uiuiui. Es war knapp, aber wir haben es geschafft. Ja, solche Kämpfe sind doch die spannendsten. So, das wäre der nächste Modus. Ah, das wird natürlich schon hart schwierig. Okay, wir hätten hier noch 3 Kandidaten, die das regeln könnten. Allerdings, na. Und wir probieren es einfach mal. Es kostet zwar jede Menge Kohle. Aber wir nehmen ja immer schön die Events mit, wenn wir sie machen können. So, sparen uns erstmal einen weg. Jetzt fahren wir mal wieder die andere Taktik. Und schauen mal, was er macht. So, mit 2 können wir ihn noch nicht töten. Nicht wirklich. Das dürfte knapp werden. Gehen mal Risiko. Ich glaube nicht, dass er schon angreifen wird. Mit 3. Nee. So, wir fahren mal ein bisschen Risiko. Und das war auch genau richtig. Muahahaha, stirb. Da haben wir das nächste Vieh. Was uns jetzt den Chaos macht. Damn. Okay. Die Stärke liegt auf jeden Fall auf unserer Seite. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wie viel er noch hatte. Greifen wir einfach mal an. Okay. Das war genau richtig. Und 2 könnten wir sogar noch wegsparen. Das ist quasi schon der Hauptgewinn. 4 hat er noch. Er macht einfach nichts. Gut, dann können wir jetzt die Spur fahren. Verteidigen 2. 4 weggespart und mal schauen, was er macht. Er hat 6. Oh mein Gott. Er wird ja wohl angreifen, oder? Immer noch nicht. Mit 6 kann er auf jeden Fall schon viel regeln. Aber wir greifen einfach direkt an, um dem hier den Chaos zu machen.
Ich wusste das. Verreck. Muahaha. Relativ gut gelaufen. Ich bin gespannt, wie die letzte Runde aussieht. Alter. Okay, da kann ich nicht mithalten. Die sind natürlich schon ganz krass. Den letzten Sarko, den habe ich noch nicht mal. Eieiei, ich sollte mich echt mal auf den Weg begeben, solche Viecher hochzuzüchten. Oder? Was meint ihr? Bin auch gespannt, wann jetzt bald mal wieder ein Event ansteht. Was ist das denn hier? Vorführung. Okay, aber sonst gibt es keine neuen Packs. Nichts Interessantes auf jeden Fall. Haben wir hier irgendwas? Ah, der Lanka, der kann auch ausgebrütet werden. Dann hatten wir ja die Spinosaurus-Viecher ebenfalls ausgebrütet, aber noch nicht hochgefüttert. Das machen wir jetzt mal. Ja, komm, friss, friss oder stirb. Sehr gut. So, der zweite. Friss. Und stirb. Die können wir schon mal entwickeln. Es würde uns ein bisschen Zeit kosten. Die lassen wir einfach mal machen. Und wir können uns ja schon mal um andere Dinge kümmern. Ist die Frage, was können wir hier noch verbinden? Ich würde gerne noch irgendwas verbinden. Oder den hier zumindest auch mal hochbringen. Wir haben auf jeden Fall einige DNA-Dinger zur Verfügung. Nicht mehr so viel, aber immer noch ein bisschen. Aber das kostet noch mehr. Utah Raptor, mit wem verbindet man den? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das war doch das Spino, oder? Monolofo, den könnten wir auch mal hochzüchten. Könnten wir uns sogar relativ leisten. Packen wir mal mit rein. Das geht gut. Cola. Oh, den müssen wir auch echt mal... Warte, hatte ich den jetzt? Achso, den hatte ich erst auf 20. Jo, den packen wir auch noch mit rein. Der braucht auch ein paar Stündchen. Ist auch nicht weiter schlimm. So, haben wir hier noch einen. Wir haben hier viel zu viel von den anderen Kollegen. Hier von den Triceratopsen. Topsies. Boah, Alter. Okay, was haben wir noch für Aufträge offen? Verfüge über 8 Flugsaurier, Stufe 31 oder höher. Ja, das müssen wir eigentlich als erstes erledigen. Dann suchen wir uns hier noch einen raus. Wir haben ja noch einen Slot frei. Cyanopterus. Den füttern wir mal hoch. Und dann schauen wir mal, was wir zur Verfügung haben und was wir noch brauchen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen 20er. Und dann vermutlich gleich einen 30er. Das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall noch 2. Um den zusammen zu bekommen. Der ist vom Preis her erschwinglich. Den packen wir auch mal mit rein. Jetzt haben wir hier von der Planung her auf jeden Fall genug Viecher. Und wir sollten uns auch mal wieder um Nahrung bemühen. Das hat mich jetzt viel gekostet, aber das lohnt sich auch immer. Ach, hier war noch ein Platz wieder frei geworden. Unser Park wird immer größer. So, hier haben wir jetzt noch 2. Wo können wir noch was wegräumen? Hier? Wahrscheinlich noch mehr, oder? Also hier hinter dem wird wohl noch eins möglich sein, das wir jetzt nicht sehen. Und hier noch ein paar. Einige. Okay, die kosten aber Dollars. Aber wir haben echt schon viel freigeräumt. Platz ist genug da. Kann man nichts sagen. Muss ich mal wieder ein bisschen Kohle ran schaffen. Ey, die geht hier echt langsam zur Neige, wegen den ganzen Events und so. Aber das ist ja ganz normal. So, weil da hatten wir gerade auch noch welche, die zusammengefügt werden müssten. Ostafrika, den muss ich auch zu Ende bringen. Also ich habe hier einige Dino-Projekte, die noch zu Ende gebracht werden müssen. Was nicht weiter schlimm ist. So, ah, den können wir auch mal hochfüttern. Wusste ja vorher noch nicht, dass ich den noch gar nicht hatte. Hatte den ja neu bekommen, ich glaube mit einem Kartenpaket und dann hier hingesetzt. Wie viel kostet er denn? Oh, relativ günstig, den könnten wir zum Beispiel als nächstes anpeilen. Nachdem wir den Cyanopterus fertig haben. Das ist keine schlechte Idee. So, dann würde ich sagen, wir machen mal wieder so einen Zufallskampf. Das haben wir wirklich ewig nicht gemacht. Nehmen wir den Indominus mit und dann mal wieder... Keine Ahnung, wer möchte, wer will, wer hat noch nicht.
Ja, der Ceratopsis und der Corythosaurus. Auf geht's! Bin ich mal gespannt, was ich hier für eine Gruppe zugelost bekomme. Es ist ja bei der Variation immer schwierig zu sagen. Okay, der hat definitiv einen Vorteil mir gegenüber. Eieiei. Okay, ich muss dafür sorgen, dass ich den schnell platt bekomme, aber richtig schnell. Noch einen doppelten Angriff drauf, am besten. Okay. Wir machen es anders. Wir holen jetzt unseren Vogel. Benutzen den quasi erstmal als Schutzschild und sparen erstmal weg. Ich hoffe, er fällt auf den Bluff rein. Oh, er greift an. So, drei. Ich glaube, drei hat er auch nur zur Verfügung. Hoffen wir es mal. Ja. Bams! So, den härtesten Verfolger, sage ich mal, haben wir jetzt exekutiert. Der Pteranodon ist natürlich auch noch ein hartes Stück Arbeit. Aber der kann es lange nicht mit uns aufnehmen. So, ja gut, er hat drei. Wenn er die drei komplett wegspart. So, ich denke mal. Oh, er hat alles wirklich weggespart. Aber selbst so wird es schwierig. Okay, er greift nicht an. Das war natürlich sein Todesurteil, weil ich wechsle jetzt einfach auf den Corythosaurus. Spare den Scheiß weg. Und kann jetzt fröhlich zusehen, wie er mein Koryto vernichtet. Ja, vernicht ihn. Drei hast du noch. Jetzt habe ich es gut rausgefunden. Und jetzt kriegst du die volle Breitseite. Buah! Stirb, Kollege! Bams! Keine Chance für unseren Gegner, würde ich sagen. Buah! Jo, das lief besser als erwartet. Mal schauen, was es hier für uns gibt. Das sieht mir nach DNA aus. Wenn er denn dort bleibt. Bitte? Yeah. Kann ich gut gebrauchen, echt. Also, ihr habt gesehen, was in Planung ist und was ich damit vorhabe und so, werdet ihr dann natürlich in der nächsten Folge sehen, die dann wieder morgen kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.